So, Hallöchen, meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe euch ja einen Mini-Vlog gezeigt vorhin und ich habe ja gesagt, dass meine Zeit nicht ausreicht, um noch das Mini-Haul zu präsentieren. Und jetzt habe ich mir gedacht, machst du jetzt ein extra Video, dann werde ich dann halt das Mini-Vlog Teil 1 machen und Mini-Haul Teil 2, damit ihr wisst, dass es am gleichen Tag gedreht wurde. Und ja, dann fangen wir mal auch direkt an. Ich war bei DM, bei einem An- und Verkauf und ich war bei Deichmann. Und wir fangen mal an mit dem An- und Verkauf. Und jeder, der mich schon mittlerweile kennt, weiß, wenn sie ein Haul macht, hat sie natürlich was dabei. Wisst ihr es? Logisch. Ein Wii-Spiel. Und zwar für 15 Euro Pirates of the Caribbean auf Wii. Und ich kaufe ganz gerne auch Wii-Spiele, die was mit Serien zu tun hat. Also ich habe viele Sachen aus Serien und Shows und Musicals und halt auch Spiele, die halt mit von früher waren und so weiter, wie Mario und so. Aber am meisten habe ich Spiele, die was mit Shows zu tun hat. Und ja. Ich habe Pirates of the Caribbean geliebt und ich habe sie rauf und runter damals geguckt und auch heute noch und habe das dann halt entdeckt und habe es dann halt gekauft. So, dann war ich bei Deichmann und habe für 39,90 € mir etwas gegönnt. Und zwar habe ich mir gegönnt eine Umhängetasche von Adidas in Schwarz-Silber. Und ich brauchte eine neue Umhängetasche, weil meine roséfarbene, die ist innen drin eingerissen, wahrscheinlich weil mein Ordner jetzt immer schwerer wird und es zieht ja das ganze Gewicht runter und es kann auch mal reißen. Und ich hoffe, dass es hier auch stabil ist, der Innenfutter, dass es nicht so extrem wird. Und ja, wer gerne ein What's in my bag haben möchte, der kann das gerne mal unter dem Video sagen. Weil dann brauche ich nicht das jetzt extra zeigen, weil wenn ich das jetzt zeige, wisst ihr, aha, das und das und das und das. Und ja, da ist halt mein Arbeitsordner drin und das, was man halt so braucht auf der Arbeit. Aber wie gesagt, wer gerne ein What's in my bag haben möchte, der kann natürlich sich melden. So, dann war ich bei Deichmann, bei ja, bei Deichmann war ich. Dann war ich bei DM und habe mir ein Backup gekauft, etwas aus dem neuen Sortiment und etwas aus dem alten Sortiment und halt so was in dem Standards halt so dabei ist. Und wir fangen mal direkt an. Für 1,25 € habe ich mir die Tücher wieder gekauft. Die erfrischende Reinigungstücher 3 in 1 von Balea. Und zufällig ist gestern das letzte Tuch in Gebrauch gewesen. Und ich hatte Gott sei Dank noch dran gedacht, dass ich die kaufe. Weil ich mir denke, ich habe da so gefühlt und denke mir, ich glaube, du musst mal wieder neue Tücher haben, weil ich liebe sie. Das ist jetzt schon, jetzt glaube ich, die dritte, also das hier. Weil die Tücher sind sehr weich. Die machen das Make-up schön runter. Sorry. Es reinigt für zwischendurch. Es klärt. Ich mache das meist auch immer so, ich nehme halt ein Tuch, reinige es vorher und dann gehe ich halt mit Peeling drüber, mit der Waschcreme und so weiter, halt meine Pflegeroutine. Und, oder halt für zwischendurch, falls ich merke, es ist ein bisschen rau, muss man ein bisschen nochmal drüber gehen, dann nehme ich das dann halt. Also ich finde die super, super klasse. Dann habe ich aus dem, ich muss mir eben ganz kurz nach der
Zeit schauen. Ja, noch ein bisschen. So. Dann habe ich aus dem neuen Sortiment für 2,75 Euro. Normalerweise habe ich mir gedacht, du hast ja sehr viele Sachen von Mascaren, von Lidschatten und so weiter und Kajals und so weiter und Bases und so. Aber ich wollte sie halt haben und ausprobieren. Und von diesem Produkt gab es auch nicht mehr so viele. Also die Verkäuferinnen mussten das sehr schnell wieder auffüllen. Und aus diesem neuen Sortiment ist dieser Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Ich habe davon auch die schwarze. Und die schwarze hat ein ganz anderes Bürstchen als dieses hier. Das hat so eine lange Bürste mit so Gummi Borsten dran, ne? Und ich bin mal richtig gespannt, wie der ist. Ob der genauso gut ist wie der I Love Extreme Royal Mascara. Und ja, also ich habe mir auch geschworen, als ich da war im Gedanken, habe ich mir gesagt, du kaufst jetzt nur noch die Sachen, die du haben willst, und dann ist Feierabend im Shop, weil ich habe so viele Produkte von Kajals bis hin zu Lidschatten und so, und die muss man ja erstmal aufbrauchen, und so schnell kann man die nicht aufbrauchen. Aber ich glaube, wenn ich mal wieder in der Stadt bin, werde ich wahrscheinlich so 99,99999% sagen, jetzt habe ich es auf einmal doch getan. Naja, auf jeden Fall habe ich mir halt das gekauft. Jetzt ist es so, und ja. Dann aus dem Alverde-Sortiment, und ich glaube auch, dass der im Standard schon lange, lange dabei ist, habe ich mir die Lidschattenbasis gekauft. Das hat gekostet 2,45. Die sieht halt so aus in einer Tube. Ich habe auch gemerkt, mein Essence I Love Stage Eyeshadow Base ist auch fast alle. Und ich habe ja auch damals gesagt, der hat so ein kleines bisschen Gelbstich. Und ich wollte eine Base, die keinen Gelbstich hat. Und ich habe das mal hier aufgetragen gehabt. Und das hat nicht so einen extremen Gelbstich. Und ja, da bin ich mal gespannt. Und ich habe mir gedacht, mal was anderes, statt immer nur das Standardprodukt zu kaufen. Und ich, wenn ich das ausprobiert habe, getestet habe ausgiebig, dann werde ich euch berichten, wie das ist. Ob der genauso gut ist wie die I Love Stage oder noch besser. Und ja, dann habe ich mir aus dem alten und aus dem neuen Sortiment, jetzt muss ich nochmal zwischendurch gucken, ja, ich weiß, ich mache euch mal wieder verrückt hier. So, aus dem alten und aus dem neuen Sortiment habe ich mir kleine Lipglosse mir gekauft, und aus dem alten Sortiment habe ich von Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss mir geholt, in der Farbe My Favorite Milkshake, weil ich so viel von dieser Farbe gehört habe, weil das viele sagen, es ist die Lieblingsfarbe. Ich will euch die mal swatchen, nochmal. Und ich fand die so süß auch, schon lange total süß, aber ich habe so viele Lipglosse, dass ich mir sage, ist ja ein bisschen viel, aber ich habe es doch getan. Das ist so ein Peach-Rosé-Farben, ne? So sieht die aus. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht so dolle. Ja, das, und ich fand die auch total handlich für die Handtasche oder halt für die Jackentasche, und ja. Dann aus dem, habe ich jetzt auch gesagt, wie teuer das war? Nee, habe ich glaube ich nicht. Für 1,95 Euro ist das dann. Und auch für 1,95 Euro aus dem neuen Sortiment, in dem silbernen, da steht auch Trend drauf. Anscheinend ist das eine sehr, sehr beliebte Farbe. Und zwar heißen die Essence Day Matte Lip Creams. Und da habe ich die Farbe Velvet Rose. Es gab so viele schöne Farben, auch Rot, Peach-Farben, Bordeaux-Farben und auch noch andere helle Rosé-Töne.
Aber ich hatte die ja schon und die habe ich in der Form noch nicht und deswegen habe ich mir die einfach gekauft. Und zwar, wie gesagt, heißt der Velvet Rose. So. Und das habe ich auch aufgetragen. Wie gesagt, das ist ein matte Finish. Und der hat so die Konsistenz eines Lippenstiftes, der auch halt matt ist. Und das finde ich schon an dieser Lipglosse sehr, sehr schön. Ich mag natürlich auch glossige Lipglosse, aber ich mag auch ganz gerne matte Lipglosse. So sieht das halt aus. Schön. Also kein Schimmer, also alles sehr, 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 sehr hübsch gemacht. Und auch die Konsistenz finde ich total klasse. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt gucke ich nochmal zum Schluss. Ja, reicht. Super. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, der Mini-Vlog hat euch auch gefallen. Wenn ihr gerne, wie gesagt, ein What's in my bag haben möchtet, meldet euch per Kommentar oder per PN. Und wenn ihr noch etwas anderes möchtet, könnt ihr natürlich auch per Kommentar sagen, was ihr gerne möchtet. Ob ihr, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Furry Fantag machen wollt, haben wollt, oder etwas anderes haben möchtet, dann bitte, bitte meldet euch. Und ja, das Video mit dem All-Time-Favorite-Video, das muss ich noch fertig machen, das muss ich noch gestalten, weil ich möchte gerne ein etwas anderes Video machen und da das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, das wird euch gefallen, weil ich mir da sehr viel Mühe mitgegeben habe. Rein bildlich gesehen. Jetzt muss ich natürlich dazu natürlich auch kommentarlos werden. Und ja, meine Lieben, das war's, wie gesagt, an Informationen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bald wieder auf ein neues Video. Und ja, das nächste Video wird sehr wahrscheinlich bald kommen, denn ich habe eine kleine Überraschung. Also, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf Daumen hoch, Kommentar, Abo, PN-Nachrichten, Videoantworten und. Und ja, wir sehen uns. Einen wunderschönen Spätabend. Tschüss, hab euch lieb.